Hallo und herzlich willkommen zu GrauTV Film Ausgabe Nummer 18 und ich möchte heute mit euch über The Batman reden. Für den habe ich mich das erste Mal seit vielen, vielen Monaten mal wieder ins Kino gewagt, trotz der anhaltenden Pandemielage, weil das ein Film war, auf den ich mich einfach enorm gefreut habe. Die ersten Trailer haben mich schon absolut umgehauen und sahen fantastisch aus. Ich habe in den Regisseur Matt Reeves ein unglaubliches Vertrauen, weil ich unter anderem seine Planet der Affen-Neuauflage-Trilogie sehr, sehr, sehr gelungen finde. Und ja, für mich halt feststand, bei dem Film kann eigentlich relativ wenig schief gehen. Und ja, das eben, obwohl dieser Film einige sehr, sehr neue Ansätze für Batman verfolgt. Zunächst einmal muss gesagt werden, der Film hat nichts mit den sonstigen DC-Sachen zu tun. Also er ist weder in ihrem DCEU drin, also er hat nichts mit dem jetzt schon etablierten Aquaman und Wonder Woman und so weiter zu tun. Und er spielt auch nicht in dem Universum, das beim Joker etabliert wurde, sondern es ist nochmal sein ganz eigenes Ding, weil ja DC gesagt hat, sie wollen jetzt nicht mehr so ein großes Ding draus machen, sondern eben mehrere Ansätze fahren und an mehreren Fronten sozusagen Filme abliefern, was viel Positives hat, aber eben auch viel Negatives, und was hierbei rausgekommen ist, das werde ich euch sagen. Ja, der Film hat, wie gesagt, einen sehr neuen Blick auf Batman aus meiner Sicht. Das ging ja schon mit dem Casting von Batman selbst los, mit Robert Pattinson, was bei vielen Leuten erstmal für Skepsis gesorgt hat, weil der eben sehr schmächtig ist. Dann erinnern sich eben viele an ihn eben auch noch als Edward aus Twilight, eine Rolle, die ihm halt auf ewig nachhängt. Und ich habe halt die ersten Bilder von ihm gesehen und die ersten Szenen mit ihm gesehen und dachte, bam, das passt, das wirkt wie ein moderner, düsterer, dreckiger Batman, und ja, hatte da sofort Lust drauf. Der Film geht 177 Minuten und damit fast 3 Stunden. Und ich muss euch jetzt an dieser Stelle sagen, dieser Film bringt ganz, ganz, ganz viel mit, was ich total wertschätzen kann. Und wo ich wirklich sage, auf diesen Ebenen ist der Film wirklich grenzgenial. Und trotzdem ist mein abschließendes Fazit, nachdem ich aus dem Kino kam, gewesen: Ich hätte ihn sehr gern gemocht, aber ich fand es teilweise sehr, sehr schwer, ihn anzusehen. Und weil das so ist, werde ich es jetzt so machen, dass ich erstmal auf all das eingehe, was ich ohne Wenn und Aber wertschätze an dem Film und weswegen ich auch sehr froh bin, dass der da ist und sehr hoffe, dass er ein Erfolg wird und Matt Reeves einen zweiten machen darf, weil da super viel vorhanden ist, wo ich denke, bam, das ist richtig, richtig gut. Und dann darauf eingehen, warum es mir aber trotzdem sehr, sehr schwer gefallen ist, diese 3 Stunden durchzuhalten. Und ich tatsächlich, und das passiert mir sehr, sehr selten, im Kino auch mehrmals weggenickt bin zwischendurch. Ja, also man muss dazu sagen, ich war auch recht müde, aber trotzdem, also dass ich im Kino wegnicke, das passiert enorm selten. Ja, aber erstmal zu den Dingen, die gut gelaufen sind. Das Ganze halte ich natürlich komplett spoilerfrei. Ihr könnt also ohne Sorge diese Review schauen. Ja, und das Erste, was halt wirklich direkt auffällt und was man dem Film absolut zugute halten muss, ist, dass er die Tradition, dass Batman in den letzten Jahren in den Filmen immer als sehr düster, dreckig, dunkel und kritisch dargestellt wurde, dass sie die aber volle Möhre embracen. Ja, also mit Batfleck hat man es teilweise so ein bisschen wieder rausgenommen, aber hier ist wirklich wieder so dieser düstere, dreckige, dunkle Batman, und der Film ist eben auch sehr, sehr kritisch gegenüber unserer Gesellschaft. Und er lehnt sich aber vor allem da wieder total rein, dass Batman die Schatten und die Dunkelheit nutzt, um Angst und Schrecken in seinen Gegnern auszulösen. Ja, also alleine der Opening-Monolog des Films ist, finde ich, großartig, wo Batman darüber redet, dass er das jetzt seit 2 Jahren macht und dass er ja, ein Symbol für Angst und Schrecken und Vengeance sein möchte, und dass quasi allein das Erstrahlen des Bat-Symbols am Himmel schon dafür sorgt, dass zumindest Kleinkriminelle sich auf der Stelle von den Straßen zurückziehen, weil sie halt Angst haben, dass er bei ihnen auftauchen könnte und dieses Gefühl haben sollen, dass er überall ist, obwohl er nicht überall gleichzeitig sein kann. Ja, und das wird dann eben auch mit sehr, sehr passenden Szenen untermalt, wie zum Beispiel so ein ja, so jemand was zusprayt und dann eben sofort seine Spraydose fallen lässt, weil er Angst hat, Batman könnte ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Ja, und er dann auch direkt erstmal so eine Gang aus Kriminellen verdrischt und wirklich gezeigt wird, ey, Batman ist dieser Schrecken, der durch die Nacht wandert, auch wenn noch nicht alle ihn fürchten. Und was ich dann da schon so geil fand, war, dass das aber abgeschlossen wird damit, dass er zu der Erkenntnis kommen muss, dass er das Gefühl hat, er hat in 2 Jahren einfach rein gar nichts verändert und die Kriminalitätsrate ist sogar noch höher als bevor er angefangen hat.
Und dass er eben dieses Ziel, der Schrecken, der die Nacht durchstreift, noch nicht komplett erreicht hat. Und dass er deshalb weitermachen möchte. Und ja, das ausbauen. Und das passt eben wie die Faust aufs Auge. Gotham an sich ist auch genau, wie es sein sollte. Es hat seine schönen Ecken, die mit Leuchtkram und so voll sind und die sehr, sehr hell sind. Aber vor allem zeigt dieser Film sehr viel, dass die Stadt ständig Regen überzogen ist. Es zeigt dreckige Gassen, in denen irgendwelche kleinen Randcafés sind, Müll liegt rum und so weiter. Also das wirkt wirklich wie Gotham. Und was dann eben dazu noch passt, ist, dass der Film wirklich zu 90% bei Nacht spielt und wirklich ja, sich in diese Dunkelheit komplett reinlegt, dieser Film. Und ja, er ist, wie gesagt, düster, er ist von seiner Action her sehr, sehr wuchtig, sehr, sehr ja, wütend und rachsüchtig wirkend von Batmans Seite. Und trifft dazu eben noch sehr, sehr treffende und teilweise eben auch sehr niederschmetternde Aussagen über unsere Gesellschaft, die aber halt auch einfach stimmen. So, ja, also es ist ein gesellschaftskritischer Film, der auch Batman in unsere jetzige Zeit holt und eben eine sehr, sehr moderne Variante erzählt. Und ja, aber wirklich nochmal ein gutes Stück düsterer und dunkler ist, als es zum Beispiel auch die Dark Knight-Filme waren. Und dann vielleicht der Punkt, den ich dem Film am höchsten einfach anrechnen muss, auch wenn das nicht allen gefallen wird, ist, dass Matt Reeves einfach absolut kompromisslos in seiner künstlerischen Vision ist. Dieser Film ist bewusst Anti-Hollywood, ja. Er ist super lang. Er widersetzt sich einem klassischen Spannungsaufbau, dazu später noch mal mehr, sondern er bleibt sehr lange, sehr subtil und sehr bodenständig, der Film. Batman wird wieder sehr, wie er ja ursprünglich mal konzipiert war, als Detektiv dargestellt und weniger als Actionheld, auch wenn es natürlich Action-Szenen gibt. Aber auch da widersetzt er sich diesem, ja, diesem Hollywood-Trend, dass alle Superhelden immer die krassen Actionhelden sein müssen. Er setzt kaum CGI ein. Und ja, widersetzt sich einfach wirklich so bewusst gefühlt allem, was Hollywood etabliert hat und vor allem bei Superheldenfilmen etabliert hat. Ja, und da, das zieht Matt Reeves auch wirklich von Anfang bis Ende absolut durch. Er ist künstlerisch absolut hochwertig. Man merkt, dass in jedem einzelnen Shot, der in diesem Film drin ist, und der ist halt sehr, sehr lang und hat sehr viele Shots, Gedanken drin stecken. Ganz viele Momente könnte man sich wirklich als Poster ausdrucken. Vor allem setzt Matt Reeves unfassbar gut Licht und Schatten ein, weil das ja auch so diese zentrale Thematik des Films ist. Also es ist immer sehr, sehr dunkel und dann werden halt so ganz gezielt Lichtquellen gesetzt, die dann eben ja die Charaktere auf eine ganz bestimmte Art und Weise beleuchten, dass man die Gesichter auch teilweise nur im Halbdunkeln sieht oder nur das sieht vom Charakter, was man sehen soll. Und dann werden eben in diese Dunkelheit ganz pointiert dann wiederum sehr knallige Farben in so Einzelmomenten gesetzt. Es ist eben, wie gesagt, sehr, sehr dunkel meistens und dann werden halt so ganz gezielt Lichter und Farben eingesetzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Batman durchs Wasser wartet, warum sage ich jetzt nicht, und die sieht schlicht sensationell aus, weil erst sich quasi die Lichter von den Polizeisirenen drin spiegeln, das Wasser die ganze Zeit zwischen Rot und Blau in so ganz krassen Farben hin und her wechseln, auch übertrieben color-gradeten Farben. Und dann eben noch eine weitere Lichtquelle zum Einsatz kommt, die der ganzen Szenerie dann wieder ein ganz anderes Gefühl gibt. Also das Ding ist, von seiner künstlerischen Vision her und von seiner Atmosphäre her ist dieser Film ein absolutes Brett. Dazu kommt dann eben auch noch, dass nahezu alles in diesem Film echte Sets sind, echte Explosionen in Actionsequenzen, echte handgemachte Action, nahezu kein CGI eingesetzt wird und die Action sich dadurch eben sehr, sehr wuchtig und sehr, sehr, ja, sehr, sehr authentisch anfühlt. Eine Entscheidung, die zum Beispiel Matt Reeves auch getroffen hat, gemeinsam mit Robert Pattinson wahrscheinlich, ist, dass sich Batman bewusst sehr langsam bewegt. Also, dass Batman rennt, werdet ihr in diesem Film nahezu nicht sehen. So, er bewegt sich bewusst immer sehr langsam durch die Gegend. Er schreitet fast und hat so eine Gravitas. Und das spielt eben auch dann diese Angst rein, dass man immer, wenn Batman aus der Dunkelheit tritt, hört man zuvor seine Schritte. Die Soundeffekte sind unglaublich gut. Bei den Schlägen hört sich das so wuchtig und so rabiat an. Und eben auch diese Schritte, die im Dunkeln widerhallen, wenn er auf seine Feinde zuläuft und die dann schon wissen, oh fuck, jetzt kommt Batman.
Absolut großartig. Jede Action, die gezeigt wurde, wirkte realistisch, aber trotzdem in so ein Superhelden-Setting reinpassend. Aber ja, du hast halt gemerkt, dass hier wenig Bedarf dafür da war, Dinge mit CGI aufzuhübschen, und trotzdem sieht der Film absolut phänomenal aus. Außerdem ist Matt Reeves als Regisseur sehr, sehr talentiert. Der Film hat super, super tolle Shots und Kamerafahrten. Es gibt zum Beispiel eine Kampfszene in einem Club, wo dann, wo dann ein paar Encounter einfach wie in so einer Fighting-Game-Perspektive, so aus der 2D-Perspektive sozusagen eingefangen werden. Und dann switcht das Ganze wieder ganz flüssig in die normale Action um, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber auch bei einer Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, die man im Trailer teilweise schon gesehen hat, fängt die Kamera das Geschehen unfassbar gut ein, sodass jederzeit das Chaos rüberkommt, aber man trotzdem den Überblick nicht verliert. Das ist wirklich sehr, sehr kompetent gemacht. Und da muss man noch dazu sagen, dass alles, was hier erzählt wird, wirklich sehr, sehr comic-akkurat ist, von dem, was ich weiß, in vielen Belangen. Besonders Batman, der eben wieder mehr als Detektiv dargestellt wird. Und es gibt aber auch einige ikonische Momente bei anderen Charakteren, die ich jetzt aber natürlich nicht spoilern möchte, die hier eingebaut wurden. Und bei den Charakteren, wo der Charakter verändert wird, fühlt sich das aber sehr, sehr passend und sehr, sehr on point an. Also da merkt man wirklich, dass Matt Reeves Batman einfach verstanden hat. Und das ist eben schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann sei wirklich noch gesagt, dass das Schauspiel aus meiner Sicht wirklich durch die Bank weg sensationell ist. Also dieser Film lebt wirklich zu großen Teilen von seinem Schauspiel. Und Robert Pattinson allen voran ist, finde ich, wirklich sensationell. Mal ganz kurz wirklich, wer diesem Film keine Chance gibt, weil er sich darüber aufregt, dass weil er Robert Pattinson nicht ernst nimmt, weil er vor vielen, vielen Jahren mal ein Teenie-Star in Twilight war, oder als Teenie-Star in Twilight war, wirklich, fuck off, ganz ehrlich. Der Mann hat seitdem so oft bewiesen, dass er ein großartiger Schauspieler ist. Und hier ist er absolut sensationell. Ich mag seinen düsteren, gebrochenen, depressiven Take für Batman sehr, sehr gern, was eben auch wieder sehr, sehr gut in unsere heutige Zeit reinpasst, gefühlt, sich auch oft sehr bedrückend anfühlt. Und dass sie wirklich in diesem ersten Film hier noch komplett darauf gehen, dass er Batman als seine wahre Persona ansieht und Bruce Wayne ist die Maske, die er gar nicht sein möchte. Das ist eben auch ein Thema im Film, dass er Bruce Wayne, wenn es ginge, gar nicht mehr sein möchte und dass er damit eben auch sein Erbe teilweise ablehnt, was er da bekommt, auch wenn er eben dafür kämpft, aus der bekannten Origin-Story heraus. Die Action-Szenen, wie gesagt, sind sehr, sehr wuchtig und sehr, sehr schwer. Seine Stimme sitzt, also sie ist tief, ohne übertrieben verstellt zu wirken, wie zum Beispiel bei Christian Bale das ja der Fall war, wo die Stimme ja so Tag und Nacht war, je nachdem, ob er gerade Bruce Wayne oder Batman war. Und auch als heruntergekommener Bruce Wayne, der einfach gebrochen wirkt und von Wut angetrieben, macht er seine Sache unfassbar gut. Und was ich super, super beeindruckend fand, ist, dass Robert Pattinson in diesem Film wirklich zu 90% Batman ist und nur 10% als Bruce Wayne zu sehen ist, so in etwa würde ich sagen. Und man sieht ja seine Augen in dem Kostüm und er schafft es, unglaublich viel mit seinen Augen auszudrücken. Es gibt Szenen, indem man ihn nur an seinen Augen ansieht, dass er gerade überrascht wurde, dass er gerade Angst hat vor etwas auch, wie Wut in ihm aufsteigt. Und das schafft er, nur über seine Augen darzustellen. Und das ist wirklich eine schauspielerische Meisterleistung, weil Augen so ausdrucksstark zu Schauspielern und einzufangen, ist halt einfach wirklich, wirklich gut. Es gibt so eine Szene, wo jemand was sagt, was er nicht erwartet, man wirklich so eine kleine Veränderung der Pupillen sieht und so ein kleines so eine kleine Augenbewegung. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und dieser Batman ist eben auch noch nicht souverän, sondern er rastet aus, er macht Fehler, er trägt viel Wut in sich und Robert Pattinson macht das absolut fantastisch. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, also rein vom Batman her, der hier charakterisiert wird, ist, glaube ich, Robert Pattinson tatsächlich mein liebster Batman in den Live-Action-Sachen bisher. Absolut. Zoe Kravitz als Catwoman passt auch sehr, sehr gut. Sie bringt sowohl dieses verstohlene, ruchlose, freche, als auch den sexuellen Aspekt des Charakters gut rüber, ohne dass sie übersexualisiert wird. Verkauft ihre Beziehung zu Batman sehr, sehr gut. Und auch in den emotionalen Szenen, die ich jetzt auch nicht spoilern möchte, für den Fall, dass den einen oder anderen Fakt der ein oder andere vielleicht noch nicht weiß,
Ja, auch in den emotionalen Szenen setzt sie das Ganze sehr, sehr gut um, schauspielert sehr, sehr gut. Hat einfach volle Kontrolle über diesen Charakter. Man hat halt das Gefühl, dass sie Catwoman ist, so wie sie sein sollte. Ne? Halt an sich eine Diebin, die aber schon für das Richtige, also teilweise versucht einzustehen, und auch eben einen moralischen Kodex hat, die Herrin über ihren Körper ist und weiß, wie sie ihn einsetzen muss, sowohl im Kämpferischen als auch ja, um Leute zu bezirzen oder so. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut von ihr umgesetzt. Colin Farrell als der Pinguin ist ebenso brillant, auch wenn man ihn halt wirklich quasi nicht erkennt. Also die Maske ist halt so krass, dass, also wirklich, als er mir gesagt hat, dass es Colin Farrell ist, ich habe es nicht geglaubt. Also weil er so entstellt aussieht. Aber das macht es eben noch so umso beeindruckender, dass er es schafft mit seiner Schauspielleistung immer irgendwo zwischen sehr, sehr bedrohlich und leicht humorvoll zu sein. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und er bringt einfach die Momente super gut rüber. Also allein der Moment aus dem Trailer, wo er an einer Stelle denkt, er hätte Batman abgehängt und der dann aus dem Feuer hinter ihm rausbricht, das schauspielert er wirklich, wirklich brillant. Und dann ist da noch Paul Dano als Riddler. In den Charakter wurde auch ein Stück weit noch Hasch mit reingemischt, muss man sagen. Also nicht die Droge, sondern der Charakter Hasch. Und ja, da ist jetzt so ein bisschen so eine Maske aus, so eine Mischung aus beiden entstanden. Er ist sehr, sehr lang unter einer Maske und was ich beeindruckend fand, war, dass solange er diese Maske auf hat, wirkt er sehr brutal, sehr, sehr ja, bedrohlich und hat einfach eine Präsenz. Und so beeindruckend fand ich, dass sich seine Aura wirklich komplett ändert, wenn er diese Maske nicht aufhat. Und der Riddler ist, glaube ich, der, wo Matt Reeves am ehesten einen wirklich neuen Take auf den Charakter genommen hat und der gelingt aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Ich finde es auch schön, dass der Riddler wirklich mit modernen Mitteln arbeitet, also auch mit Social Media und so weiter und so fort, indem er den Nachrichten irgendwelche Clips zuspielt und sie eben im Internet verbreitet. Es ist alles sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich sagen muss, in den irren Momenten, also wo dann wirklich rüberkommt, dass der Riddler irre ist, da ist es aus meiner Sicht manchmal fast ein wenig overacted, aber das ist, denke ich, einfach Geschmackssache. Es ist trotzdem super gut geschauspielert. Jeffrey Wright als Gordon bringt auch genau dieses Level an Autorität und Integrität mit, dass er eben einer der wenigen Polizisten in Gotham ist, auf den sich Batman wirklich verlassen kann, weil er halt wirklich zu 100% integer ist. Andy Serkis spielt Alfred, was mich sehr überrascht hat, aber der macht auch seine Rolle sehr, sehr gut und ja, alle sind wirklich durch die Bank weg fantastisch gecastet und spielen sich die Seele aus dem Leib. Absolut großartig. Ich habe es außerdem sehr genossen, was die Story angeht, dass sie nicht erneut die Origin-Story von Batman erzählt. Also wir sehen nicht nochmal, wie seine Eltern erschossen werden und so weiter, sondern wir starten, als er schon 2 Jahre Batman ist. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil ich meine, die Origin-Story von Batman ist halt wirklich mittlerweile auch einfach durchgekaut. Was ich dann aber sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass sie dennoch, also der Umstand, dass wir wissen, wie Batman zu Batman geworden ist, ist trotzdem essentiell wichtiger Bestandteil der Geschichte und seines Charakters. Und das beschäftigt den Charakter tief. Und es wird sich eben auch mit den Schattenseiten der vermeintlich Guten auseinandergesetzt. Nicht nur bei Batman, sondern auch bei seinen Eltern beispielsweise. Und genauso wird auch bei Charakteren auf der Gegenseite teilweise beleuchtet, dass da auch durchaus Momente sind, in denen sie vielleicht dachten, etwas Richtiges zu tun und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht ganz so schwarz-weiß gezeichnet, wie das oftmals der Fall ist. Die Story an sich ist auch in vielen Momenten extrem gut geschrieben. Die Charaktere sitzen, die neuen Spins passen gut rein. Und ja, es gibt einfach so ein, zwei wirklich geniale Momente. Also zum Beispiel, wie der Riddler, ohne es zu spoilern, Batman zu einem ziemlich großen Fehler zwingt. Im Verlauf dieses Films, weshalb der halt lange nicht erkennt, was er vorhat, ist schlicht und ergreifend großartig. Also wirklich einfach fantastisch geschrieben. Und dann noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Der Film hat einen sehr dunklen Humor. Also was man sagen muss, er hat keinerlei klassische Gags oder One-Liner. Also der Film verzichtet wirklich gänzlich auf klassischen Lacherhumor, sondern er erschafft eher hier und da mal so skurrile Situationen, wenn sich zum Beispiel der Pinguin lustig über Batman und Gordon macht, weil die mit einer Vermutung falsch lagen. Ja? Oder es gibt zum Beispiel eine Szene bei diesem Club, bei dem erwähnten, wo Batman im Verlauf des Films mehrmals rein muss und der Entrance halt jedes Mal anders verläuft
und dann ja einem zum Schmunzeln bringt, einfach im Verlauf des Films. Und auch hier sehr, sehr gut geschrieben. Ihr hört also, ich habe jetzt, ich gucke mal ganz kurz, ich habe jetzt 20 Minuten geschwärmt, ja, was an diesem Film absolut gut ist und was ich sehr, sehr wertschätzen kann. Aber damit jetzt zu dem Part, warum es für mich schwer war, ihn anzusehen dennoch. Und warum ich wirklich so ganz, also ich saß da wirklich und habe den Film wie so von außen betrachtet. So dass ich wirklich so diesen Blick hatte, das ist gut, das ist gut, das kann ich wertschätzen, das ist objektiv richtig klasse. Aber ich saß im Film und der Film ist unglaublich lang und er fühlt sich meiner Meinung nach auch so an. Zum einen ist es eben so, wie gesagt, dass es eigentlich cool ist, dass sie den Detektivaspekt von Batman sehr, sehr viel mehr embracen. Aber aus meiner Sicht hat der Film keine wirkliche Spannungskurve. Also so Akt 1 und 2 des Films sozusagen verlaufen einfach exakt auf demselben Spannungslevel die ganze Zeit. Es sterben Leute, Batman ermittelt, findet neue Dinge raus und am Ende kommt es dann eben zum obligatorischen großen Finale mit viel Action. Und das kommt aus meiner Sicht auch relativ aus dem Nix. So, und hat für mich, hätte für mich diesen ewig langen Aufbau teilweise nicht gebraucht, in Teilen natürlich schon. Dazu kommt, dass ich persönlich Riddlers Masterplan letztendlich sehr, sehr dröge fand, dafür, dass die ganze Zeit im Film davon geredet wird, dass er die Weltordnung oder die Gotham-Ordnung erneuern will und in seinem Kern erschüttern. Und ich fand halt, das, was er am Ende vorhat, war eher so Bane in Dark Knight Rises, als dass so die Bedrohlichkeit eines Jokers rübergekommen wäre oder so, ja. Und dieses ja, wahnsinnige Genie, was ja gerade Riddler sollte ja diesen Genie-Aspekt nochmal viel mehr haben. Und also das, was der Bösewicht vorhat, ist halt kein Geniestreich, sondern ist halt klassische Bösewicht-Kost. Und ich finde ihn halt sehr, sehr plump. Und ja, es fehlt dem Film dadurch, nachdem er sich ewig lange aufbaut, zu diesem Finale hin, fehlt dann aus meiner Sicht am Ende ein wirklich bedeutungsvoller Klimax, um diesem langen Aufbau auch gerecht zu werden, aus meiner Sicht. Und es fühlt sich für mich halt wirklich so an, als hätte dieser Film Minimum eine halbe Stunde kürzer gehen können und eine halbe Stunde nicht gebraucht und wäre dadurch nicht schlechter geworden, sondern eher besser. Weil er sich auch wirklich oft in wirklich endlos langen Dialogsequenzen verliert, die gut geschrieben sind, keine Frage, die die Story zwar voranbringen, den Film aber nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Man erfährt etwas Neues. Und das wird dann abgearbeitet. Aber es fühlt sich nie so an wie, oh, das ist jetzt der Punkt, der die Story auf den nächsten Schritt hebt. Und in vielen Belangen funktioniert dieser Film wirklich eher wie ein Krimi, nur dass es sich halt für mich nie so angefühlt hat, als würde die Spannung anziehen. Das kann jetzt auch an mir liegen, aber ich hatte halt bis zum Schluss nicht das Gefühl, dass es gerade die Spannung anzieht in diesem Film. Und ich bin, wie gesagt, mehrmals im Kino tatsächlich weggenickt, was mir nur sehr, sehr selten passiert. Und bei nahezu jedem Reveal, der so kam, und der Film hat so einige Momente, wo, glaube ich, sie denken, ha, jetzt haben wir hier so einen richtigen Reveal, das schockt die Zuschauer, dachte ich so, aha, und nicht einmal so, oh, sondern es war immer so ein, aha, okay. Und ja, auch wie gesagt, die Enthüllung, noch eine weitere Enthüllung, die Gotham im Kern erschüttern soll, ist halt sowas, wo ich denke, das ist was, wo heutzutage, da würden sich die Leute ein, zwei Tage drüber aufregen und dann wäre das Thema aber auch wieder gegessen. Also der Film baut sich unglaublich hochtrabend auf und als hätte er eine unglaublich krasse Bedrohung, die er aber nicht Stück für Stück bedrohlicher macht, sondern wirklich so, es verläuft die ganze Zeit auf so einem sehr subtilen Level und dann bäm, Klimax. Der dann darf durch für mich auch wiederum nicht funktioniert. Und dann gibt es eben auch noch so ein, zwei Enthüllungen, wo man sich wirklich fragt, wie soll das möglich sein? Und ich habe vorhin schon mal kurz zwischengelesen, also auch Comic-Kenner, die sehr viel mehr drin sind als ich, sagen halt auch so, so wie sie es hier erzählen, ist das schon sehr unwahrscheinlich, dass das nicht an die Öffentlichkeit dringt, sowas. Ja, dazu sage ich jetzt aus Spoilergründen nichts, aber ich denke, ihr werdet dann auch, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, drüber stolpern, was ich meine. Und ja, im letzten Drittel kommt es dann eben zu diesem sehr typischen Hollywood-Writing mit der großen Action-Sequenz und viel Krach-Bumm. Und das wirkt deshalb so befremdlich, weil sich dieser ganze Film gegen Hollywood stemmt, wie es normalerweise ist. Und dann kommt aber gefühlt sehr aus dem Nichts für diesen ewig langen Aufbau plötzlich dieser dritte Akt, der dann wieder sehr typisch Hollywood ist. Ja, und nicht falsch verstehen, ich bleibe dabei, dass der Film eine absolute künstlerische Vision hat. Und seinem
seiner Tonalität treu bleibt. Aber das Ende, ich denke, dass Matt Reeves das schon so wollte und das für richtig für seine Handlung gehalten hat, es verpufft für mich nur einfach. Und dadurch wirkt es dann irgendwie wie so klassischer Hollywood-Standard-Kram. Und ja, das alles ist so ein bisschen die Krux an der Sache aus meiner Sicht. Der Film ist sehr, sehr lang und wähnt sich sehr, sehr bedeutungsschwanger und sehr, sehr gesellschaftskritisch und hat eine unglaubliche Schwere. Und diese Schwere, die mag ich an sich, aber in diesen 3 Stunden habe ich mich irgendwann einfach von diesem Film so ein bisschen verloren gelassen gefühlt. Einfach so, ich habe mir den von außen so angeguckt und konnte ganz viel wertschätzen, aber ich habe mich stellenweise wirklich gelangweilt, muss ich echt sagen. Und ich habe auch im Kino wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Seufzen und Schnaufen und so weiter gehört. Also ich war nicht der Einzige, der da saß und dachte, jetzt kommt doch mal voran, wie wär's? So, und da finde ich zum Beispiel, der Film ist sehr, sehr schlecht gepaced aus meiner Sicht. Er setzt die Akzente, die Highlight-Akzente nicht da, wo er sie setzen sollte, sondern aus meiner Sicht läuft der Ganze jetzt sehr subtil durch und dann kommt am Ende so BÄM und hier ist jetzt das Finale. Und ja, dadurch war es für mich sehr, sehr schwer, sich das Ganze anzusehen. Und da sei zu guter Letzt noch gesagt, oder als Vorletztes, ich finde es sehr schade, dass dieser Batman hier nicht im Universum von Joker spielt, also dem Joker-Film mit Joaquin Phoenix, und sich damit Robert Pattinson und Joaquin Phoenix nie begegnen werden in ihren Rollen, obwohl das aus meiner Sicht von der Tonalität her extrem gut gepasst hätte. Aber ja, das macht der Film sehr deutlich, dass das ein anderes Setting ist. Und zuletzt sei noch gesagt, der Film ist, wie geschildert, super gut geschauspielert, aber dadurch, dass er die ganze Zeit so bodenständig und subtil bleibt und nicht wirklich einen reinzieht, hatte ich das Gefühl, dass ich zu keinem der Charaktere wirklich eine Verbindung aufgebaut habe. Weil gerade diese persönlichen Sachen der Charaktere auch sehr kurz abgehakt werden und es eben doch schon mehr um die Ermittlung und den Fall geht und so weiter. Und deswegen zünden dann auch wieder einige Reveals, die emotional sein sollten, weniger. Und ja, das muss jetzt nichts Schlechtes sein, das funktioniert für mich in anderen Filmen auch, dass Filme, wo ich keine klare Identifikationsfigur habe, trotzdem funktionieren. Es ist mir hier aber ganz aktiv aufgefallen, dass ich auch in den Sequenzen, wo sie wahrscheinlich so ein bisschen erreichen wollten, dass man als Zuschauer da sitzt, denkt, oh Gott, ich dachte, ja, okay, passiert halt jetzt. Und ja, also das ist halt so die Krux an der Sache. Also letztendlich hört ihr, es überwiegt sehr, sehr viel das Positive und letztendlich ist der eine große Kritikpunkt, er ist halt saulang und fühlt sich auch so an, nur ist das halt bei einem 3-Stunden-Film halt schon ein sehr, sehr schwerwiegender Kritikpunkt aus meiner Sicht, wenn man nach der Hälfte des Films so langsam das Gefühl hat, man beginnt sich jetzt so langsam zu langweilen und betrachtet diesen Film wirklich nur noch so als Kunstwerk, das sich vor allem ausbreitet und das man analysieren kann. Und ja, ich habe den Film halt wirklich eher auf dieser Ebene gesehen, als wirklich ihn als Film genossen zu haben. Gut, das war's von meiner Seite zu The Batman. Wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass der Erfolg hat. Ich hoffe trotzdem, dass Matt Reeves weitermachen kann und dann eben mit einem zweiten Teil aufbauen kann auf dem, was er hier gestartet hat. Und dann werde ich mir auch den wieder ansehen. Und ja, ansonsten könnt ihr mir ja gerne eure Meinung zum Film sagen, falls ihr ihn schon gesehen haben solltet. Solltet ihr Spoiler, dann bitte dick Spoiler in den Kommentar schreiben, ein paar Mal Enter drücken und dann erst was hinschreiben. Denn wir wollen ja keine Leute spoilern, die den Film noch nicht gesehen haben. Und damit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rauton und ciao.